Gut. Wunderschönen guten Bonjour, hier ist Daniel auf der J-Con für Geeks Live Luxemburg. Und wir sind heute zusammen, Mom. Daniel, wisst du schon gesucht ist? Süß, die gut Leute, hier ist Daniel, gell? Wie hieß du dann nochmal Familiennamen? Schmitz. Schmitz. Okay, du bist für welche Organisation oder für welche Club oder für welche Veranstaltung bist du hier? Für anilux.lu ASBL. Wir verkaufen selber gemachte Sachen, Sachen aus Japan, Seissachen, Portekleen, Unhänger, Spitzeren, alles in dem Genre. Okay, war das auch ein Erbziel nach, außer nur hier auf einer Kon Sachen zu verkaufen, wie auf der Luxcon zum Beispiel, wie du auch schon warst, war das ein Haupt, ein Theorie, wo der Hut? Ja, wir sind ein Club aus Lützeburg und wir machen immer mündlich Treffen, wo wir uns dann an der Stadt treffen, zusammen nach Geschäften gehen, also eine Tour machen und nur Männer immer zusammen essen gehen. Heinz, du machen wir auch dann themenbasiert Treffen und das ist ein Treffpunkt für all die Leute, die Interesse an Japan haben, Ausspieler, Anime, Manga, alles, was mit dem ganzen Thema zu tun hat. Okay, für bei euch Mats machen an eurem Club oder Sozietät, was muss ich denn machen? Einfach lernen, kommen Mats gehen, ein Mombasquad, wie lief das bei euch da auf? Also, es kann kommen, wie will, also wir weisen kein zurück. Wir haben auch Mombasquad, aber das ist alles optional, dass ich nicht gezwungen zu holen. Wir freuen uns immer über Jüderin, den dann neu beikommt. Okay, du hast ja Treffen noch geschwärt. Er treffen sind alle letzten Samstag am Mond von Chatrisch oder alle dritten Samstag am Mond. Wie ist das? Ja, normalerweise alle letzten Samstag am Mond, außer das Feld, ob speziell Feierdisch wie Christtag oder so, wo man meistens dann eine Woche noch vier verreckeln oder wenn irgendwelche Conventions auf die Samstag fallen, dann haben wir vielleicht einen Stand und dann machen wir halt kein normales Treffen sozusagen. Okay, und das ob der Stadt der Guamengstraf, der ist immer, gehen viel lauer aus, aber wie lange dauert den? Dauert das von ihnen, sich eben will ein paar Zeit zu holen, um zu machen, was machen dann den Nummern da? Ja, also es fängt immer um 14 Uhr an, wir warten dann eine halbe Stunde auf Notzügler, die mit dem Bus dazu ranzukommen. Und dann machen wir uns ein Tierchen durch die Stadt und es kann nicht bleiben, solange ich will. Tut es uns einfach am besten, sich ein paar bei der Orga aufzumelden, wenn die nächste geht, dann muss mir Bescheid wissen. Mit der Silo nicht gezwungen, bis oben spät zu bleiben. Und meistens dauert es dann noch bis nur Mitte, und dann gibt man noch etwas essen und dann kann ich so lange bleiben, wie ich will, bis Endmengen schon mal so 10 Uhr oder so. Okay, wie viele Leute haben da ungefähr grob gerechnet, schon wo eben für das Japan-Thema, ob sie bei euch, wobei euch Mat machen? Wie viele ungefähr? Also auf dem Treffen allgemein sind wir immer so zu so mal 20 bis 25 Leute, plus minus, je nachdem, wen halt gerade könnt. An Membren haben wir dann normalerweise auch 30 und mehr. Okay, wir sind dann auf die Idee gekommen, dann hier im Land so etwas zu machen. Aber wie ist das denn entstanden? Also für zu Lützburg zu machen, da das schon entstanden 2003 oder so, wo dann Leute sich gedurcht haben, heute gibt noch nicht so viel da, und das ist noch nicht so bekannt, der ganze Genre und die ganze Kultur. Und die haben das dann erst in der Kollegen am Anfang gemacht und probieren dann mit mehr Leuten zu fangen. Und da nicht über Leute, die ich an der Schule kannte, sind dann auch dabei gekommen. Und im Laufe der Zeit hat sich so entwickelt, dass wir dann eine ASBL gegründet haben, für halt mehr Möglichkeiten noch zu haben. Und ja, wir sind eigentlich im guten Weg. Okay, dann, wenn ihr bei euch will, den Mats machen, dann bestimmt ihr für meine Internetseite natürlich, vielleicht Facebook, auch YouTube-Channel, wo vielleicht Sachen von euch gesagt. Kannst du da mal eben zwei, drei Adressen geben, Schlift? Ja, also auf Facebook finde ich auch noch anilux.lu ASBL normalerweise. Und sonst auf unserer normalen Internetseite aus dem www.anilux.lu. Da sind auch dann alle Links auf der Facebook, weil da das Hauptgruppe ist, wo wir halt alles organisieren, als Treffen online posten. Und ansonsten für Fotos sind ihr von Geeks Live auch meistens immer da mit Fotos von unseren Treffen. Die kann ich dann auch bei euch an der Galerie gucken. Gut, willst du Leuten eine Person da draußen, etwas Persönliches oder nur vom Anilux, einfach so, von der Long? Von der Long. Also für alle, die auf der J-Con waren, so uns mal viel Spaß. Ne? Hoffen, ihr habt einen schönen Tag. Und wenn ihr mal zu Lützburg seid und ihr wollt ein Galanst kommen, die sind alle willkommen. Merci. Merci auch. We'll be right back.
But now I'm at your fucking chest.